Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar: Hallo Herr Frahm, wenn ich Karriere machen will oder mir ein dickes Auto kaufen will, einfach nur aus Spaß, bin ich dann automatisch in der, wie Sie es nennen, Matrix gefangen? Vielen Dank. Ja, sind Sie. Denn, wie man so schön sagt, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja, Sie sind dann in der Matrix gefangen. Nee, nicht automatisch. Also, es kommt darauf an, wie Sie es angehen. Wenn Sie jetzt sagen: Ich muss Karriere machen, um vollständig zu sein. Also wenn Sie sich was erhoffen davon, was nie eintreten wird, nämlich dass Sie sich vollständiger fühlen oder ja, dass irgendeine innere Leere, die noch nie da war, die es gar nicht gibt, dass die dann aufgefüllt wäre, wenn Sie irgendwann Karriere gemacht haben, dann sind Sie in der Matrix gefangen. Ja, das ist eine Riesenillusion, denn das wird niemals eintreten. Vor allem die Leute, die das so sehen, die machen einen Spießrutenlauf, einen Kampf aus der Karriere und selbst wenn die das durch diesen unbedingten Siegeswillen, den man angeblich haben muss, aber der für keinen auf diesem Planeten wirklich, wirklich funktioniert, selbst wenn die das alles erreichen, was sie haben wollen, durch diesen Siegeswillen und diesen Kampf, dann kann man es nicht genießen. Denn um das zu erreichen, was man angeblich erreichen wollte, was einem größtenteils die Medien erzählen, dass man das angeblich erreichen müsste, um das zu erreichen, hat man, ja, hat man kämpfen müssen. Hat man einen Spießrutenlauf draus gemacht. Das hat man nicht durch Spaß oder Lockerheit oder Freude oder sonst was erreicht. Und deshalb kann man es nicht genießen, weil jeder Tag Kampf war. Jeder Tag war Kampf. Das heißt, man hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass man was bekommen hat oder was erreicht hat, was man nur erzählt bekommen hat, was man angeblich wollen soll oder wollen muss. Von unserer Werbeindustrie, die darauf bedacht ist, uns in dieser kleinen Box gefangen zu halten, uns zu einem guten Konsumenten zu machen und auch, ja, dass wir auch einer bleiben. Also, klar können Sie Karriere machen oder sich ein dickes Auto kaufen, wenn Sie es nicht so ernst nehmen. Ja, kaufen Sie sich einfach das Auto, seien Sie sich aber bewusst, dass das 7 Sekunden anhält, der Spaß. Ja, das hält 7 Sekunden oder 7 Minuten oder was weiß ich was, ist so mein Spruch immer. Aber klar macht es Bock, einen Lamborghini zu fahren. Wenn ich jetzt 1 Million im Lotto gewinne, kaufe ich mir einen Lamborghini. Direkt. Ja. Ich bin mir aber bewusst, dass es mir nichts hinzufügen kann. Ja. Und wenn ich ihn an die Mauer setze und weg ist er, dann nimmt es mir auch nichts weg wieder. Also das ist nur ein Blechhaufen. Und ja, in der Matrix funktioniert das. Da wird man vielleicht ein bisschen als wertvoller wahrgenommen oder Frauen reagieren vielleicht ein bisschen besser drauf, wenn du mit einem Lamborghini ankommst, als mit einem Fiat Panda. Ja, in der Matrix kriegst du auch für Karriere natürlich ein bisschen mehr Anerkennung, aber das ist nur Matrix-Anerkennung. Und das ist leere Anerkennung, die zählt kein bisschen was. Ja, das hält 7 Sekunden lang und der Motor muss dann immer am Laufen gehalten werden. Ja, man braucht dann immer mehr Anerkennung und man ist dann der tanzende Affe seines eigenen Lebens, beziehungsweise der tanzende Affe seines eigenen Lamborghinis sozusagen. Ja, deshalb, ja, kaufen Sie sich eine geile Kiste, aber nehmen Sie es nicht so ernst. Und machen Sie Karriere, aber nur um es zu machen. Einfach nur um ein Spiel draus zu machen. Ja, mal gucken, wie hoch ich in dem Laden noch aufsteigen kann. Oder wie ich das mit meinem Business hier mache. Ja? Klar bin ich daran interessiert, dass es gut läuft, aber sobald ich es zu ernst nehme, sobald mir das zu wichtig ist, kann ich die Reise nicht genießen, dann wäre das Video hier kein Spaß, sondern dann wäre das Schmerz und Arbeit wäre das Ganze dann, ja, das Konzept des Arbeitens. Ja, ja, dann könnte ich es einfach nicht genießen. Ja? Deshalb, sobald Sie was zu ernst nehmen in Ihrem Leben, sobald Ihnen das zu wichtig ist, sobald Sie einen Kampf draus machen, sind Sie der tanzende Affe Ihres eigenen Lebens. Also, lassen Sie es, nehmen Sie es locker, sehen Sie es als Spiel an. Okay, habe ich noch was zu dem Thema zu sagen? Ja, vielleicht nur eine Sache. Fällt mir ein Eckhart Tolle Zitat ein, und zwar sagt er in irgendeinem Buch von ihm: Wenn du morgen früh im Paradies aufwachen würdest, dann würdest du nach 20 Minuten ja doch wieder sagen: Ja, und jetzt? Ja, dann wird doch wieder dieser Gedanke mehr, 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 mehr kommen. Ja, und so ist unser ganzer Planet. Gucken Sie sich mal um. Unsere ganze Wirtschaft basiert auf diesem blöden Prinzip. Ja, mehr, 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 mehr. Ja, das heißt, nicht mehr, mehr, mehr. Sagen Sie sich täglich: Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin vollständig und aus dieser Haltung raus mache ich jetzt halt Karriere oder kaufe mir ein tolles Auto oder lache mir eine Frau an oder was weiß ich was. Aber ich nehme es nur so ernst, dass ich es noch locker sehen kann und dass ich nicht zum tanzenden Affen meines eigenen Lebens oder meines eigenen Single-Daseins oder meines eigenen Flirtverhaltens werden. Ja. Also, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Ja, hauen Sie rein, viel Spaß dabei und nehmen Sie es locker. Ciao.